zur Verknüpfung der Gehirnhälften und aber auch zur Aktivierung neuer Gehirnbereiche, die wir nicht benutzen, haben wir noch ein paar andere Koordinationsübungen. Wir haben hier den Jäger, der schießt mit seiner Pistole. Hier ist der Hase, der wackelt mit den Ohren. Zeitgleich das Ganze zu machen, ist dann schon wieder schwierig und eine Herausforderung für unser Gehirn. Der Hase läuft weg und der Jäger versucht, den Hasen zu kriegen. Aber wenn wir dann schnell schwenken und in die andere Richtung wollen, dann wird es schon schwierig, denn die rechte Gehirnhälfte steuert die linke Körperseite und umgekehrt. Bei solchen Übungen kommen die Gehirnhälften schnell in Konflikt. Wir nehmen den rechten Arm vor dem Bauch und kreisen ihn nach vorne. Wir nehmen jetzt den linken Arm und kreisen ihn vom Bauch rückwärts. Schwierig wird es, wenn wir beides kombinieren. Wir nehmen beide Arme vor dem Bauch und ein Arm geht jetzt nach vorne, der andere verläuft rückwärts. Wer das gut hinkriegt, kann dann nochmal die Richtung wechseln, denn dann haben wir wieder eine neue Herausforderung. Wir nehmen jetzt den linken Daumen nach oben und strecken den rechten kleinen Finger nach vorne. Das nehmen wir jetzt zurück und nehmen jetzt den rechten Daumen nach oben und den linken kleinen Finger nach vorne. Und wenn wir das jetzt im Wechsel machen, dann müssen wir uns gut konzentrieren, dass wir nicht so da sitzen, weil das ist falsch. Wir nehmen nur Daumen und Zeigefinger im Wechsel.